interessanterweise guckt man sich ja nochmal gemeinsam die Bewertungen der einzelnen Kommissionsmitglieder an und fühlt sich dann teilweise doch auch durch die Beiträge der anderen und durch die Wertungen der anderen auch nochmal durcheinandergebracht in dem, was man ursprünglich zu den Angeboten meinte. Es gibt dann Diskussionen, die aber immer sehr konstruktiv und fruchtbar laufen und aber eben gelegentlich auch tatsächlich zu einer Neubewertung einzelner Angebote führen. Ich kann nicht sagen, dass es irgendwelche Angebote gibt, die jetzt ganz besonders herausstechen. Also insgesamt war das Bewerberfeld sehr hochwertig. Es gab also viele Sachen wirklich von sehr, sehr guter Qualität. Und ich glaube auch, wir haben eine gute Balance gefunden zwischen kleinen und großen Anbietern und verschiedenen Formaten. Also vom Newsletter bis hin zum Multimedia Special, es sind wieder Blogs dabei, es sind Sachen dabei, die mit sehr viel Aufwand gemacht worden sind. Es sind sehr schnelle, eher flüchtige, spaßhafte Sachen dabei. Insofern, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie eine besondere